Hallo Leute, ich bin's wieder mit einem neuen Let's Play Video. Und ja, Gast dabei. Hallo. Jo. Und ja, erst sozusagen kurz mal der Dummy und am Schluss machen wir noch so AK gegen LF8A. Und ja, er nimmt einen Taktikanstieg und zeigen wir euch die Scopes. Ja, ich habe 5 Minuten eingestellt, das reicht dicke, um das zu erklären. Und ja, wie gesagt, so der erste Scope, das machen die meisten, das sind die Anfänger jetzt, zum Hinaufarbeiten, also erstmal zum Anfang, jetzt der Hard Scope. Einfach hart, also die ganze Zeit reingucken und Luft anhalten oder auch ohne. Und dann gibt es noch den Quick Scope, also da muss man richtig einmal in der Linse gucken, so. Und ja, dann gibt es noch den Half Scope. Also nicht in die Linse gucken, also einmal Half Scopen. Also richtig einmal halb. Und ja, das sieht dann so aus. Das Leben ist jetzt auch echt wie ein Online, also manchmal auch Hitmarker. Und dann gibt es halt noch den No Scope. Den macht dein Demonstrator auch gerade. Der trifft aber irgendwie gerade nicht. Oh, jetzt hat er getroffen. Ich wollte nicht treffen. Und ja, ich weiß. Aber das meine ich auch nicht. Jetzt kann ich treffen. Und ja, warte mal kurz, dann will ich noch den Wurfmesser kill. Und den kannst du ja mal kurz in den Samtext machen. Und das, der ganz normale Wurfmesser kill, den könnt ihr auch, wenn ihr schon gut seid, in Frost Map und alles. Und ja, die nice Kills sind halt mit reinrennen und richtig geile sind Frost Map und alles. So, und dann gibt es noch also so ein Samtext kill. Das dann könnt ihr Stuck klettern. Ja, und dann könnt ihr also einen Semtex vom Gegner, also am Körper des Gegners werfen. Und dann, ja, ist er tot. Und dann gibt es nach 15 Mal, glaube ich, ein Emblem. Oder 25 Zeithäge. Das kann man auch ohne Heften machen. Und hier. Das war jetzt ein Beispiel vom Wurfmesser. Das war ein Quickscope. Ja, wir können ja im Match alle nochmal zeigen. Ja, Noscope versuche ich jetzt auch mal. Oh. Okay, können wir laufen. Ja, auf jeden Fall zeige ich auch meistens den Quickscope. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier noch einen Noscope hinkriege. Oh ja, der Noscope. Das war irgendwie schlecht von mir. Ja, egal, kann passieren. Ich habe ja auch schnell geschossen. Und jetzt noch den Highscope. Oder auch nicht. Ja, versuche ich jetzt in den nächsten paar Stunden. Paar, 2 Minuten. Oder. Oh, scheiße. Okay, der war sogar mit Scope, also zum Glück hat er nicht getroffen. Oh. Ich überlebe. Gott sei Dank. Ah. Scheiße. Ja, keine geile Alternative. Tja. So, da ist er schon. Da war was. Okay, das wäre jetzt ein Quickscope. Und Noscope habe ich ja schon gemacht. Das ist ja auch nicht schwer. Das ist ja auch eigentlich Glück. Oh, schade. Ja, also ein Gegner als... Also mit der AK ist das schon sehr schwer. Oh, scheiße. Ich mach immer nicht Halfscope, sondern Quickscope. Oh, wenn ich Halbscope mache, immer Hitmarker. What's that? Und was auch sehr nützlich ist, gerade immer. Ja, aber also das jetzt nur zum Demonstrieren, weil eigentlich sind wir so Noob-Tuber und von daher ist es nicht so angesehen. Scheiße.
Und ja, könnt ihr mal ausprobieren. Also wenn ihr noch Anfänger seid, würde ich jetzt den sogenannten Hardscope machen. Und dann kommt halt der Quickscope. Und ja, viel Spaß dabei beim Ausprobieren. Jetzt gucken wir noch den letzten Kill an. Und viel Spaß beim Ausprobieren. So, hat er noch einen mit der AK reingehauen. Und ihr habt ja meinen ersten Wurfmesser gesehen, das war ganz nice. Aber ihr müsst ja mal ausprobieren, cross the map auf jeden Fall. Das ist auch Glück oder ihr habt Radar an, denn. Aber es ist immer noch schwer, genau das zu treffen. Aber probiert einfach aus, was ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal.